Kalt, rau, stark und kräftig. So hat sich Nordens Eid seit seiner Gründung vermarktet und ebenso hat auch sein Geschmack sich der Vermarktung angepasst. Aus einem durchschnittlichen Weizenschnaps wurde mit der Zeit ein rauer, starker Weizenschnaps, der bei den Zwergen auch gerne mal in Verbindung mit Schwarzpulver getrunken wird. Das Gebräu wurde als einziges alkoholisches Getränk bis heute von einem Militär entwickelt und gebraut. Die Festung der steinernen Klingen, die schon immer unabhängig war, hatten Anfang des dritten Zeitalters, genauer gesagt 224, das Gebräu entwickelt.